Na, wie geht's euch so an diesem wundervollen Sommertag? Ja, ich bin wieder unterwegs zu einem Shooting heute und ich dachte, ich muss mal eben... die Kamera anders sehen. Ach, schweres Ding. Ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit, denn es ist mal wieder soweit. Und heute machen wir ein bisschen was Lustiges. Zusammen mit der Carina Pusch von Pusch Art und dem Christian Freitag und so. Wir machen nämlich ein Shooting mit Holy Pulver oder Puder oder wie das heißt. Also eigentlich ist es nur eingefärbtes Mehl. Sehr trockenes, feines Mehl, glaube ich. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Oder wir alle durch eine Mehlstaubexplosion oder so. Aber ich dachte mir, es könnte vielleicht ganz witzig werden, uns dabei zuzugucken, wie wir uns gegenseitig Mehl in die Fresse knallen. Weiß ich auch nicht. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Wo ist die Mama? Ja, jetzt sind wir da und da ist der Christian und da ist der Philipp und hier ist einfach random eine Couch. Wir warten jetzt noch auf die Carina. Carina ist wie immer acht Stunden zu spät, Carina, wenn du das siehst. Und ich weiß nicht, ob der Philipp hatte, hast du schon ein bisschen von der Halle hier gezeigt? Kannst du gerne auch mal machen. Können wir gerne auch mal machen, dann machen wir das mal. Das ist mein ABB-Auto und hier ist das ganze Koks. Ich muss alle Nummernschilder verpixeln. Alle Nummernschilder? Auf gar keinen Fall. Guckt mal da, das klatschen wir uns gleich ein bisschen ins Gesicht. Und das andere ist nur hier so Dingspuder, ne? Sehr schön. Blaues Koks. Großartig. Und Planen. Das ist Pudermeth. Pudermeth. Das ist ganz klein, klein gehäckseltes. Und jetzt haben wir hier, oh, ich bin gar nicht im Bild, so, guckt mal hier. Es ist so ein bisschen wie in diesen Horrorfilmen, wenn Leute abgeschlachtet werden und die deren Schlachtkeller mit Planen aushängen. Richtig. Vom Prinzip her. Nö? Ja, hier noch ein bisschen Koks, Schnee im Sommer. Und ich weiß gar nicht, was da hinten noch ist. Ich glaube, hier ist gar nicht mehr so viel, ne? Hier gibt es ja noch so Schläuche. Oh, guck mal, da ist ein ganz altes Auto da. So großartig. Und Emma geht einfach spazieren. Ja. So auf jeden Fall, so sieht das hier aus und wir warten jetzt noch ein bisschen auf die Carina und dann können wir hoffentlich gleich mal anfangen, nicht wahr? Ja. Komm, ich mach die Blende auf deinem Knie. Ah. Die Emma ist nämlich ein bisschen dämlich und frisst das Mehl und dann 5 Minuten später die ganze Zeit zu machen, weil sie es nicht von der Zunge runterkriegt. Die Kennenlegria? Ja, drei. Drei, die sind die ganz neue Kennenlegria. Ja. Wie machst du da so Selfie-Style? Wie filmst du dich damit? Ich habe ja auch hier diesen Bildschirm. Ja. Das Problem ist, du kannst ihn nicht ganz rumdrehen. Das heißt, du musst immer so. So. Ja, ist aber auch richtig gut handlich, ne? Ja. Was klasse. Was ist das für ein Scheißgerät eigentlich am Start? Das ist ein Handy. Hey, Frau. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Modenschau und dann gucken wir mal. Was ist jetzt der Plan, Christian? Wie ist der Plan? Die ziehen sich erstmal um. Ja. Und dann stellen wir sie alle dahin und schmeißen sie mit Mehl. Ich finde es. Ja. Boah, Christian sieht mega sexy aus. Ja. Das ist richtig cool. Bisschen siehst du ein bisschen aus Senorita. España. Das sieht auch toll aus, Tom. Also ich finde, darf ich ja nicht so laut sagen, ne? Mhm. Ich finde, du bist eigentlich hier die Schönste. Die schönste Frau. Ja. Wirbel mal. Die Schuhe passen exzellent zu deinem Outfit. So. So, wie ist es? Ja, sehr gut. Ich habe noch nichts gemacht, ne? Das sind die besten Tage, ne? Meine Möpse mal hier reinpacken. Alles, wo es sitzt. Haben wir schon den Titel von dem Blog, ne? Möpse mal reinpacken. Wie war es? Niedlich. Ja? Aber sieht toll schön aus. Oh, da war ja was. Wenn ich jetzt so ein Ei drauf klatsche, kann ich die schön panieren. Dann kannst du nicht panieren, das stimmt. So, siehe, du hast dich umgezogen, Frau. Ja, das ist korrekt. Du hast hier jetzt noch was oder einfach nur so? Nee, ist mein Alltagsoutfit. Das habe ich so geschlossen. Auf jeden Fall immer alle Leute weniger an als vorhin.
Ja. Vor allen Dingen Anni. Halt, stopp. Rina ist immer noch am Shooten. Und ihr seht hier, das ist der professionelle Mehlwerfer. Und der sieht einfach nur gut aus. Ich bin der Hausmeister. Der Hausmeister. Nadine. Ja, bitte. Ganz kurz. Ja. Möchtest du den Leuten kurz erklären, was du hier machst? Das ist die Mehlmeditation. Ja? Ich meditiere. Und? Du störst meinen Schießfluss. Die Mehlpenetration. Das Auge ist von Natur geschützt hier quasi mit den ganzen Haaren. 3, 2, 1. Halbwegs alles weg. Ich sehe ganz furchtbar aus. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, wer hier alles so rumrennt. Pass mal auf, da hinten ist so der Akku. Steuer. Der Akku blinkt. Was ist mit Akku? Der Akku blinkt. Ja, lass ihn blinken, ne? Da ist so der Tom von Gotham Studios. Da ist Gesundheit, die Carina. Da von Carina Pusch. Da ist die Ira von Ira Vampira. Die Kamera ist auch voller Mehl. Ja, wir haben Mehl in jeder Pore jetzt. Ich rieche Mehl, ich schmecke Mehl. Mehl in der Nase. Gerade eben schon gelbes Mehl aus meiner Nase rausgeholt. Sehr eklig. Wo ist der Pudel? Da läuft er. Ah, so, wir sind jetzt fertig. Da drüben, Moment, wir machen zusammen die Abmoderation. Nein, wir müssen fahren. Ja! Okay, dann müssen wir es doch leider alleine machen. So eine Scheiße, jetzt muss ich hier einmal das Fenster wieder machen. Ja, wir sind jetzt fertig, ich bin voller Mehl, ich habe Mehl im Gesicht, ich habe Mehl in den Augen, in der Nase, überall. Es ist ganz furchtbar, ich werde jetzt gleich als nächstes erstmal duschen gehen zu Hause. Die Bilder könnt ihr beim Christian Freitag sehen, das verlinke ich euch in der Infobox. Den anderen Vlog könnt ihr bei der Carina Pusch sehen, das verlinke ich euch auch in der Infobox. Und noch einen Vlog könnt ihr bei der Ira Vampira sehen, den verlinke ich euch auch in der Infobox. Beziehungsweise, wenn sich das datumstechnisch überschneidet, dann schreibe ich euch einfach die Kanäle rein. Checkt das alles mal ab, das sind alles sehr wundervolle Menschen, Love. Und natürlich beim Tom, ne? Hier, der muss ja auch gucken, Facebook, schreibe ich euch auch rein. Der macht den, der filmt nämlich immer so ganz wunderschön. Das war sehr lustig. Emma ist jetzt auch voller Mehl, glaube ich, und das Auto sieht auch aus wie Scheiße. Ich bin sehr gespannt auf die Bilder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe grün, ich muss mal fahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Philipp, möchtest du noch was sagen? Doch. Liebe für alle. Ja, das außerdem. Macht es gut. Tschüss. Ja, das stimmt. Mit der Geige kann man auch fielen, oder was? Das ist heute, wir haben zu viel Testosteron in der Sendung. Keine Aussage bei schwebenden Verfahren. Das ist, ja, das stimmt. Wem sagst du das? Außerdem, wir haben noch beide festgestellt, ich bin eine starke Schwule. Haben wir nicht. Ich habe von Tüten keine Ahnung. Ich habe einen guten Witz. Ich habe neulich einen Witz gehört. Ich will noch einen Witz erzählen. Weißt du, einen guten Witz? Ich will gerne. Immer gerne. Pass auf. Sagt die Ehefrau, geht zum Mann und sagt so, du Schatz, ich wollte gleich für dich